Hallo, ihr lieben Herzensmenschen, hier ist dein Pierre Frank. Fragen und Antworten. Deine Fragen, meine Antworten. Ich dachte mir, eine halbe Stunde könnten wir doch heute uns wieder mal kurz zusammensetzen und uns einfach mal austauschen. Und ihr schreibt mir eure Fragen und ich antworte euch darauf, so gut es eben geht. Und eine Frage, die mich gleich erreicht hat, bevor ich sozusagen eure Fragen im Chat lesen kann, war, wie komme ich eigentlich zur Ruhe? Wie schaffe ich das eigentlich, dass ich irgendwie auch in Ruhe komme? Und da schrieb Annegret, schrieb dazu, dass sie sich zwar hinsetzt, aber irgendwie schafft sie es nicht, weil die Gedanken rotieren. Und in der Tat ist zur Ruhe kommen, ist in der Tat auch eine aktive Sache. Also es ist nicht etwas, was passiv passiert. Also wenn wir uns einfach nur hinsetzen und nichts denken, dann kommen wir nicht zwangsläufig zur Ruhe, weil man weiß inzwischen gerade auch von Burnout-Patienten, dass Nichtstun die falsche Therapie ist. Wenn man nichts tut, ist man sofort wieder gefangen in diesen ganzen Strudel an Gedanken, was man alles tun muss, was man alles noch nicht geschafft hat, was alles vor einem liegt, wie wird das werden. Und letztendlich geht das Gedankenkarussell natürlich unglaublich schnell. Und klar, weil wir das so trainiert haben. Also wenn wir in Ruhe kommen wollen, und zwar wirklich in Ruhe kommen wollen, müssen wir das aktiv betreiben. Und jeder hat natürlich eine andere Form, wie er in Ruhe kommt. Einfachste Form ist ein Buch lesen, das uns packt, das uns mitnimmt. Dann verlassen wir unsere Gedanken. Wir können natürlich auch Musik hören oder tanzen, also irgendwie uns sportiv unterwegs sein. Wir können spazieren gehen oder joggen. Auch da kommen die Gedanken nicht so stark. Obwohl man weiß, zum Beispiel auch beim Joggen geht es ganz oft so, dass wir in eine Art Trance kommen und man auch da plötzlich wieder nachdenkt über ganz verschiedene Dinge. Und deswegen, ja, einerseits ist natürlich, sind Affirmationen natürlich super gut. Man kann sich aber auch fokussieren auf irgendetwas. Also wenn wir uns hinsetzen, sollten wir unserem Geist eine Aufgabe geben, weil sonst gibt er keine Ruhe, sonst läuft er. Der Apparat läuft dann einfach wie verrückt. Und deswegen sollten wir unserem Geist eine Aufgabe geben, die ihn ruhig stellt. Und da ist am besten zum Beispiel eine Affirmation, die du nimmst, die du immer wiederholst, die dich in einen gewissen Gedankenstrom hineinbringt. Du kannst natürlich auch dir einen Gegenstand nehmen, eine Kerze, und die Kerze, die Flamme anschauen und dann dort hineindenken. Aber letztendlich ist es etwas Aktives. Und immer wenn Gedanken hochkommen, dann sagst du einfach vielen Dank. Der Gedanke darf kommen, er darf nach oben blubbern und er darf auch gerne wieder weiter blubbern. Aber wir bekämpfen den Gedanken nicht, sondern wenn wir das bekämpfen, ja, dann geben wir ihm wieder Energie und Kraft. Und viel wichtiger ist, wir lassen den Gedanken einfach da und verabschieden wieder. Und dann fokussieren wir uns wieder auf das, wo wir uns eigentlich hinorientieren wollen oder sollen. Und wenn du merkst, ja, aber du kommst nicht wirklich zur Ruhe, dann benutze eine Atemtechnik. Atme durch die Nase ein, halte den Atem eine halbe Sekunde an und atme durch den Mund wieder aus. Man weiß auch zum Beispiel vom Sport, dass wir wesentlich schneller runterkommen, wenn wir diese Atemtechnik nutzen. Also durch die Nase einatmen, kurz halten und durch den Mund wieder ausatmen. Und dann beobachte ganz bewusst deinen Atem. Aber das Wichtigste überhaupt für uns zu wissen ist, ich muss aktiv etwas dafür tun. So, ich sehe gerade, ich bin sehr hell. Ich gehe mal ganz kurz einen Schritt hier raus und mache ein bisschen die Lampen ein bisschen weiter weg. So, damit, wenn ich denke, ich bin hier so eine Kalkleiste. So, da bin ich wieder. Habt ihr inzwischen hoffentlich meine Bücher mal studiert? Okay, was habt ihr geschrieben? Wie kann man zum Beispiel Geld in einem bestimmten Zeitraum manifestieren? Naja, in einem bestimmten Zeitraum ist immer schwierig, weil dann haben wir den Zeitdruck. Also das sehen wir schon mal, da kommen wir auch nicht zur Ruhe. Ich brauche bis zum 31. brauche ich mein Geld, damit ich die Miete zahlen kann. Schwierig, weil die Zweifel sehr schnell kommen, spätestens am 10. des Monats, am 15. des Monats, um Gottes Willen. Und dann habe ich gar nicht dran gedacht, die Überweisungswege dauern ja auch noch so. Also das heißt, einen festen Zeitpunkt fand ich nie sonderlich förderlich.
sondern für mich war immer nur, okay, wenn du in einen Geldmangel hast, ist viel wichtiger, erstmal herauszufinden, was hast du für ein Mindset, was hast du für eine Überzeugung zum Geld. Also Geld ist nie da, die anderen verdienen wesentlich mehr als ich, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, ich strampel mich ab, aber es wird nie genug sein und, und. Also das ist schon mal maßgeblich, für wie dein Lebensrhythmus bestimmt wird von dir. Und dann schau mal, wie sind deine Eltern mit Geld umgegangen? Was haben sie über Geld gedacht? Was haben sie über Geld besprochen? Denn diese Überzeugung hast du mitgenommen. Und das Wichtigste überhaupt ist, dass du diese Überzeugungen einmal anschaust, die du über Geld hast. Geld stinkt, Geld ist des Teufels, Geld ist unmoralisch, Geld kommt immer nur zu denen, die es nicht brauchen. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen und, und. Also lauter solche Sachen. Wie haben deine Eltern Geld verdient? War es für sie leicht oder schwer? Was haben sie dir mitgegeben? Und diese Dinge solltest du dir anschauen. Und Zeit spielt dabei keine Rolle. Denn wenn du im Zeitdruck bist, wirst du am wenigsten schaffen. Weil dann wollen wir ja, oh Gott, hoffentlich bin ich da überhaupt rechtzeitig etc. Also da ist ja meistens dann schon 5 vor 12. Deswegen lieber rechtzeitig, frühzeitig. Wenn du überlegst, ich möchte gerne meine Ziele in finanzieller Hinsicht verändern, dann ganz klar den Fokus darauf legen, in welche Richtung möchtest du gerne deine Ziele verändern. Und da auch bitte nicht übersteigert, sondern Schritt für Schritt. Wie komme ich zu mehr Geld? Wie kommt mehr Geld zu mir? Was behindert mich, damit Geld in meinem Leben ist? Denn Geld ist ein ganz natürliches Energiemittel, das wir in unserem Leben zur Verfügung haben. Und alles geht nach Energie. Und dementsprechend wird Energie auch dementsprechend verteilt. Und ja, klar, die Reichen bekommen noch mehr Geld, weil die haben mit Geld kein Thema. Vielleicht haben wir ein Thema. Und damit das Geld auch, weil Geld ist ja in Überfülle vorhanden, auch zu dir kommt oder zu jedem, der es gerne in seinem Leben haben möchte, finde heraus, was denkst du über Geld? Welche Überzeugungen hast du? Welche unbewussten Überzeugungen hast du? Und dann transformiere diese Überzeugung. Okay. Schau mal, was habt ihr hier noch? Nicht so viele Fragen, das schaffe ich doch nicht in einer halben Stunde. Okay. Schön, ne? Hallo, cool, dass du wieder da live bist. Danke dir, dass du wieder live bist. Hallo, lieber Pierre. Ich komme nicht weiter als 3 Dates. Alle sind total begeistert, anfangs und dann verschwinden. Was mache ich falsch? Ich habe da gestern schon ganz viel über Partnerschaften gesprochen. Und es gibt ja auch 3 YouTube-Filme, die ich gemacht habe über Partnerschaften. Auch da wäre es ganz schön mal zu schauen, wenn du mal guckst, wenn deine Dates immer ähnlich ablaufen, dann bist du ein Wiederholungstäter. So, das heißt, du bist in einer Wiederholungsschleife gefangen. Und dann schau mal, wie war es denn davor? Wie war es denn 5 Jahre zurück, 7 Jahre zurück? Wie war es denn in deiner Jugend? Wie war es in deiner Kindheit? Und dann wirst du das Muster erkennen. Und da ist das Wichtigste überhaupt zu schauen, okay, wo hat es denn begonnen? Wo hat es begonnen, dass du 3 wundervolle Treffen hast und dann sagt man, tschüss, dich brauche ich nicht. Und welche Überzeugung wiederholst du ständig? Also welche suchst du immer wieder in dein Erleben einzuladen? Denn wir müssen ganz klar wissen, alles, was uns geschieht, hat etwas mit uns zu tun. Wir sind Schöpfer. Wir sind kreativ. Wir bauen unser Erleben so aus, wie wir es brauchen. Und wenn wir Menschen in unser Leben einladen, in diesem Fall, wenn wir gerne Partnerschaften beginnen wollen, dann geht dies energetisch. Das heißt, wir können erzählen, was wir wollen. Wir können behaupten, was wir wollen. Wir können über alles Mögliche, wir können über deren Witze lachen, die gar nicht lustig sind und alles Mögliche. Aber das Wichtigste ist überhaupt, der Mensch, der in dein Leben kommt, passt zu dir. Vielleicht auch zu deinen Schattenbereichen. Vielleicht zu dem Schattenbereich, der jetzt gerade am wichtigsten, am brennendsten da ist. Und wenn es in diesem Fall bei dir dein Grundthema ist, 3 Dates und dann sagen sie, Dankeschön, ich kann mal wieder das Weite suchen, dann wirst du immer wieder Menschen anziehen, die genau dir dieses Spiel vorspielen. So, und deswegen ist nichts anderes, als du suchst Gegenspieler, die dir das anbieten, damit du einmal das spürst, es tut weh,
damit du etwas veränderst. Und deswegen geh zurück in deine Vergangenheit, schau, wie war es früher, wo hat es begonnen, was wiederholst du und vielleicht entdeckst du in deiner Kindheit etwas. Und dann das Beste, was du dann tun kannst, ist, dass du dir die Situation betrachtest und für dich ganz klar machst, das gehört dorthin, das war in meiner Kindheit so. Und das habe ich übernommen. Es ist nicht meine Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, die ich angenommen habe, aber nicht meine. Und deswegen kann ich es auch wieder loslassen. Und das ist dann ganz wichtig, dass du es dort wieder hin abgibst, wo es begonnen hat. Also da, wo du diese Überzeugung übernommen hast. Dass es kein Mensch mit dir länger aushält als dreimal. So. Und wenn du das loslässt, wird sich alles in der Gegenwart verändern, weil deine Überzeugung sich verändert. So, was kann man tun, wenn man trotz Wünschen das Gefühl hat, dass sich nichts tut? Da sind wir wieder beim Urvertrauen. Wenn ich einen Wunsch aussende, ist die erste Frage, ist der Wunsch authentisch? Also ist es wirklich ein Wunsch, den ich mir wünsche? Oder ist es einfach ein Wunsch, den ich mir einfach nur haben möchte, weil andere Menschen den haben? Weil andere Menschen das auch als Ziele haben, weil ich sehe, das macht den erfolgreich oder den glücklich oder so. Und deswegen sage ich dann, das möchte ich auch haben. Und dann wünsche ich mir das. Aber da ist auch wieder die gleiche Frage, wenn sich nichts verändert in deinem Leben, dann schau doch mal, ist es wirklich ein authentischer Wunsch? Oder ist der Wunsch aus dem Mangel heraus? Ich brauche Geld, weil ich habe kein Geld. Wenn ich das Geld nicht schnell kommt, dann bist du natürlich in der Angst, in der Sorge, im Zweifel. Das ist deine Überzeugung. Und dann suchst du als Flucht. Ich wünsche mir ganz schnell, das muss herkommen. Dann tut sich aber nichts, weil der Wunsch geht aus dem Mangel heraus. Genauso, wenn du einsam bist. Ich bin einsam, ich will keiner. Und du suchst eine Partnerschaft, mich will ja keiner. Ich weiß nicht, da tut sich draußen nichts. So? Aber ich habe doch gewünscht. So, und deswegen, wünschen ist zielorientiertes Denken. Und zielorientiert denken wir immer dann, wenn wir ein Ziel haben, das klar und deutlich ist, und wenn wir wissen, was bremst mich, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist genau das Gleiche. Also, wenn sich nichts tut, was bremst dich? Vielleicht ist es nicht dein authentischer, wirklich wahrhaftiger Wunsch, der zu deinem Seelenweg, zu deiner Sinnsuche, zu deinem Leben passt, sondern eher vom Ego gesteuert ist und nicht vom Herzen oder von der Intuition. Dann werden sich alle Türen geschlossen halten. Vielleicht geht auch meine auf, um dir wieder auf die Finger zu klopfen. Aber viel wichtiger ist, finde heraus, was ist dein Lebensweg? Und das sind die Wünsche, die sich erfüllen sollen. Denn alle anderen läuft man ja ein bisschen in die Irre. Und dann finde heraus, was bremst dich, was blockiert dich? Welche Überzeugungen hast du, die deinem Wunsch entgegenlaufen? Okay, wie kann man seinen Seelenpartner erkennen? Oh, da würde ich dich auch darauf verweisen, ich habe hier mit YouTube ein Video, da sind es glaube ich 23 oder 25, 27 Merkmale, wie man den Seelenpartner erkennt. Das würde ich mir anschauen, weil da gehe ich eine ganze Stunde lang darauf ein. Okay, wie kann ich mit Wut in mir gegenüber meinem Ex umgehen? Ich merke, dass da noch welche ist. Er möchte mit mir auch nicht reden, um zum Beispiel Dinge zu besprechen, die Scheidung betreffen. Naja, es ist ja so, wenn wir mit jemandem zusammen sind, am Anfang ist alles wundervoll und wir sind glücklich und wir sind beseelt. Und je glücklicher wir sind, je beseelter wir sind, umso mehr tut natürlich eine Trennung weh. Und weil die Trennung so weh tut, wollen wir sie nicht wahrhaben und deswegen strampeln wir und wehen uns und beschimpfen uns. Und dann kommt einfach der kleine Junge wieder zum Vorschein oder das kleine Mädchen, das einfach wieder das nicht erreicht hat, was eigentlich der Traum war, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Das tut weh. Und genau genommen streitet dann, zum Beispiel in diesem Fall, dein Ex nicht als erwachsener Mann, sondern als kleiner Junge, der da ist, der verletzt ist, der wieder dort zurückgeworfen worden ist, wo er schon mal war und der hat doch gehofft, dass er endlich das hinter sich gelassen hat. Und deswegen ist da mit normalen Argumenten nichts zu machen. Ganz wichtig dabei ist aber, dass du dich nicht abhängig davon machst. Also es muss nicht jetzt sofort alles in Frieden stattfinden. Wenn du das erwartest, dann machst du dich abhängig, ob jemand wirklich dazu bereit ist. Ganz oft sind wir eben nicht dazu bereit, sondern brauchen Zeit, brauchen Heilung, brauchen
auch für uns eine mentale Entspannung, um mit diesen Dingen umzugehen. Und deswegen mach dich nicht davon abhängig, ob dein Ex jetzt mit sich reden lässt oder nicht. Und wenn mit dir Unrecht getan worden ist, dann hast du natürlich eine Wut und dann hast du Schuldzuweisungen. Und dann möchte natürlich der andere, warum soll der deine Schuldzuweisungen jetzt anhören? Ihr habt euch doch getrennt, jetzt reicht's mir aber. Warum soll ich das auch noch ertragen? Da wirst du nicht auf jemanden stoßen, der sagt, okay, du hast recht, erzähl mal. Später vielleicht. Und da wirst du vielleicht feststellen, dass die Wut nicht mehr da ist, weil dann reden zwei Erwachsene. Wie war das eigentlich? Und dann wirst du auch feststellen, dass du mit einem, nicht mehr mit Du-Botschaften redest, sondern mit einem inneren Frieden redest, weil plötzlich tauscht man sich aus. Man hat sich betroffen, man hat miteinander, man hat geliebt und gelitten und miteinander gestritten und dann sich wehgetan und verletzt und unter der Gürtellinie getroffen. Und da gibt es viele Dinge, die wehtun. Also nicht nur das, was man dir angetan hat, sondern auch das, was du als Antwort oder überhaupt als erste Situation erzeugt hast, dem anderen angetan hast. Also das alles tut weh. Und man betrachtet dies dann natürlich, wenn Zeit vergangen ist, ganz anders, mit einer anderen Ruhe. Und dann schlüpft man wieder von der Kindrolle in die Erwachsenenrolle und kann plötzlich Dinge auflösen. Und deswegen, wenn du wütend bist, das ist doch kein gutes Argument, um mit deinem Ex sich auszutauschen. Weil hinter einer Wut steckt Ohnmacht. Und hinter einer Ohnmacht sagt man viele Dinge, die du vielleicht gar nicht sagen möchtest, die du auch gar nicht so meinst. Genau genommen möchtest du nichts anderes, als dass dein Ex sagt, oh, Entschuldigung, es tut mir so leid, du hast recht, ich habe Unrecht getan, mein Gott, war ich doof. Was machst du, wenn er das nicht sagt, wenn du das nicht bekommst? Also du wünschst dir von jemand anderem, dass er so oder so sein soll und das oder jenes sagen soll. Und was machst du, wenn er das nicht macht? So, du siehst, wir machen uns abhängig von jemand anderem. Und viel wichtiger ist, geh mit deiner Wut um. Wo kommt diese Wut her? Wo ist diese Wut entstanden? Woher kennst du diese Wut? Woher kennst du dieses Zurückgewiesensein? Woher kennst du, verletzt worden zu sein? Was ist an Situationen, die schon längst bekannt, die jetzt in der Partnerschaft gewesen sein mögen, was ist da schon längst bekannt, wo ähnliche Situationen dich immer wieder in eine solche Wut hineinbringen? Und dann wirst du sehen, letztendlich war dein Ex-Partner nichts anderes als ein Spielgefährte, der dir immer wieder diesen Spiegel vorhalten möchte, bis du das auflöst, was deine Wut erzeugt. Denn auch Wut hat nichts mit deinem jetzigen Erwachsensein zu tun, sondern kommt von der Kindheit, von einem inneren Kind, das immer noch nicht erlöst ist. Vielleicht ist im Teenager-Alter Dinge passiert. Und die wir jetzt immer noch mit uns herumtragen und wollen, dass unser anderer Partner bitteschön das für uns löst. Aber die Wahrheit ist, der Partner piekst genau in diesen Wunden herum, weil sie noch nicht geheilt sind. Deswegen mein Rat, heile all das, was dich wütend macht. Und dann tausche dich aus und dann wirst du plötzlich sehen, da entsteht wieder Nähe, da entsteht Harmonie. Und eigentlich auch eine Aussöhnung mit der Vergangenheit. Hallo lieber Pierre. Seit ich dich entdeckt habe und täglich aufs Neue folge, habe ich für mich das Lächeln neu entdeckt. Ja, wie schön. Mir geht es immer besser und ich ziehe so viel Kraft aus deinen Themen. Danke dir. Also ja, das Lächeln ist überhaupt das Wichtigste überhaupt. Und weißt du, was ganz wichtig ist, dass wir über uns selber lächeln. Wir sind nämlich ganz schön lustige Personen und wir sind manchmal ganz schön peinlich, meine Güte. Und manchmal könnten wir uns schämen, meine Güte. Und manchmal benehmen wir uns ganz schön doof. Und das ist doch belustigend, dass wir erwachsen sind und ruhig sind, entspannt sind. Da hören wir gerade und dann wütend. Oder dann machen wir irgendwas. Habe ich das jetzt gesagt? Das wollte ich gar nicht. Da kommt irgendwas hoch. Und das ist doch eigentlich belustigend. Und ja, ich kann mich in so vielen Situationen erinnern, wo ich heute einfach wirklich darüber lächle. Mein Gott, war ich da peinlich. Und das macht Spaß. Also in dem Moment, wo wir auch über uns lächeln können, über unsere Schattenbereiche und über unsere Fehler, das macht uns so menschlich und so wundervoll. Und das macht dann wirklich Spaß. Und
dann können die anderen nämlich mitlächeln. Und das, weißt du was, ich habe mal einen Abend gemacht mit Freunden und haben uns alles Mögliche überlegt. Also da ging es eigentlich darum, so, wir wollten Karten spielen und alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, machen wir doch was ganz anderes. Was wollen wir denn machen? Dann haben wir gesagt, wir erzählen uns all die Dinge, die peinlich waren, die ganz unmöglich waren. So. Und dann fing so der Erste an zu erzählen und wir haben uns bepisst vor Lachen. So. Und dann kam der Nächste und wir hörten gar nicht mehr auf zu lachen. Und schon der Dritte, der irgendwas ganz Furchtbares erzählte, also der musste selber schon so lachen, während er das erzählte, weil es so lustig ist, wie wir Menschen uns teilweise verhalten. Und es war einer der wundervollsten und heitersten Abende, die ich mit meinen Freunden verbracht habe, weil einmal wir so ehrlich waren und gleichzeitig plötzlich sich solche Sachen lösen, weil wir über uns selber lachen können. Okay, was kann ich tun, wenn ich mir selbst nicht verzeihen kann? Naja, das ist ja deswegen so schwierig, weil anderen vergeben ist schon mal eine große Nummer. Aber uns selber zu vergeben, das ist schon mal wesentlich schwieriger. Also, Francis, es ist so, wir wollen ungern zugeben, dass wir auch Täter sind bei schlimmen Dingen. So. Das ist also ganz normal. Und dann kommt auch noch nicht nur das immer wieder ins Bewusstsein, was wir da getan haben, sondern uns kommen alle Lösungsmöglichkeiten ins Bewusstsein, wie wir anders hätten sein können, was wir hätten anders tun oder sagen können. Und das schmerzt natürlich noch mehr, weil jetzt im Nachhinein stellen wir fest, das wäre so leicht gewesen. Aber die Wahrheit ist, es war nicht leicht. Es ist jetzt vielleicht leicht, weil du es jetzt betrachten kannst aus einer inneren Ruhe und aus der Ferne. Aber als die Situation war, warst du in der Situation, warst du in dieser Wolke. Und dann handeln wir. Wir handeln nicht, weil wir böse sind. Wir handeln nicht, weil wir gemein sind, weil unser Naturell und unser Charakter einfach ein negativer Mensch ist. Deswegen handeln wir nicht so. Sondern wir handeln, weil diese Dinge auch in uns sind. In uns sind alle Sonnenseiten des Lebens. In uns sind aber auch die Schattenbereiche. Also wenn man sich mal ein Kind anschaut, dann durchwandert dieses Kind alle Bereiche der Gefühle. Angefangen von Scham, Schuld, Schande, Neid, Hass, Eifersucht, Freude, Liebe auch. Aber alle Bereiche. Auch die Bereiche, die wir heute gerne ausklammern. Aber all diese Emotionen sind in uns. Auch Wut, auch Ärger, auch Ungerechtigkeit. All das ist in uns. Und wenn eine Situation ist, die uns wieder erinnert an eine Situation, wo Scham eine wichtige Rolle gespielt hat oder Wut oder Ungerechtigkeit, dann kommt das aus uns heraus, wenn das nicht geheilt ist, wenn das immer noch vorhanden ist. Dann spricht da nicht die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann, dann spricht aus uns heraus dieses innere Kind. Und wir reagieren nur. Wir reagieren gar nicht mehr bewusst, sondern es reagiert in uns. Und das ist nichts anderes als ein wundervolles Kennzeichen dafür, was möchte ich denn eigentlich gerne mal anschauen. Und die beste Form des Vergebens, mich zum Beispiel hat man ganz oft gefragt, so, weil ich natürlich nicht immer so war, wie ich heute bin, dieser ruhige, liebevolle, nee, ich habe auch ganz schön viele doofe Dinge gemacht. Und gerade in meiner Jugend, wo ich ja Schauspieler war und natürlich ein sehr erfolgreicher Schauspieler war, 350 Filme gedreht habe und da gab es natürlich auch viele Frauen an meiner Seite, klar, weil wer berühmt und populär ist, klar, der hat es sehr, sehr leicht und Frauen wollen natürlich gerne mit so jemandem zusammen sein. Und da gab es natürlich auch viele Verletzungen, weil ich aber nicht so tief eingestiegen bin wie so manche Frau. Und da wurde ich schon immer wieder auch von der Presse gefragt, wie ich denn damit umgehe, so ob es mir denn leid tut. Und es gab Zeiten, ganz am Anfang so, wie ich so 40 war, 35, 40 war, wo ich schon gedacht habe, wo ich dann auch diese Schuldgefühle hatte.
und habe aber ziemlich rasch festgestellt, dass ich etwas ganz falsch bewerte. Nämlich, ich bewerte es mit meinem heutigen Bewusstsein, das ich damals noch nicht hatte. Mein heutiges Bewusstsein ist natürlich wesentlich bewusster und reifer und wacher und ich würde nicht mehr so handeln. Aber es gab eine Entwicklung. Ich musste also erstmal etwas tun, um festzustellen, das fühlt sich nicht gut an. Also es fühlt sich auch für mich als Täter nicht gut an. So wie ein Kind irgendwann mal als Kind irgendwie einen Bleistift klaut oder einen Füller oder irgendwas, um festzustellen, wie fühlt sich das an. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann wird es das Kind nicht mehr tun. Und genau das war auch dann meine Antwort an die Presse. Mir tut es nicht leid, das kann man nicht sagen, sondern ich habe damals das Beste getan, was ich tun konnte. Zu mehr war ich nicht fähig. Heute bin ich zu wesentlich mehr fähig und ich hoffe, dass in 10 Jahren, wenn ich wieder Rückschau halte, dass ich wieder viele Dinge entdecke, wo ich denke, oh, das hätte ich aber besser machen können. Aber auch dann wieder nur aus der Sicht von einem Pierre in 10 Jahren. Und dann hoffe ich das, weil dann habe ich eine Entwicklung gemacht. So, und das heißt, wenn du jetzt Dinge getan hast, die du dir nicht verzeihen kannst, hast du eine Entwicklung gemacht. Du siehst, da ist etwas falsch gelaufen. Das Bewusstsein hat sich jetzt plötzlich tatsächlich erhöht. Und aus dieser Sicht betrachtest du das. Und deswegen ist ganz wesentlich, da brauchst du keine Schuldgefühle haben. Es muss dir auch nicht leid tun, sondern einfach betrachten, wow, das war eigentlich nicht richtig. Das war eigentlich doof, weil es hat ja Konsequenzen gehabt. Und diese Konsequenzen, das ist ja das, dafür bezahlst du ja jetzt. Also, so what? Also, deswegen, Schuldgefühle hilft niemandem. Im Gegenteil, Schuldgefühle ist eine wundervolle Währung für alle anderen, weil die können mit dieser Währung sehr gut dich bezahlen lassen. Ja, wenn man in einer Partnerschaft ist, wo man sich schuldig fühlt, dann tut man Dinge, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Aber man macht sie, weil man sich ja so schuldig fühlt. Und andere können da immer wieder reintunken und immer wieder sagen, haha, ja, aber du solltest mal. Und mach doch mal das auch noch. Und wenn wir unsere Schuldgefühle nachlassen, dann tunkt man uns gerade gerne wieder rein. Gerade als ich noch Paare beraten habe, war gerade Schuld immer eine ganz große Sache. Gerade wenn zum Beispiel jemand fremdgegangen ist oder aus der Partnerschaft kurzzeitig ausgestiegen ist, dann wurde immer die Schuldkarte gezogen. Dann habe ich immer eins gemacht, ich habe zuerst 20 Minuten mit einem Partner gesprochen und dann 20 Minuten mit dem anderen und am Schluss dann die ganze Stunde mit beiden zusammen, weil ich erstmal die Schuld rausnehmen wollte, nämlich beide haben Schuld. So. Und das Gleiche ist jetzt auch, wenn du dir etwas nicht verzeihen kannst, was du getan hast, nimm an, ist ein anderer Mensch betroffen, ja, aber da kannst du auch sagen, okay, das ist dein Anteil, das hast du gemacht. Und da hast du jetzt eine Erkenntnis gewonnen. Prima, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gleichzeitig hat derjenige, den es betroffen macht, hat ja auch eine Geschichte. Der hat ja auch einen Anteil daran. Also warum sucht er jemanden wie dich, der ihm diese Verletzung zufügt? Oder warum triggert dieser Mensch so lange, bis diese Verletzung ihm zugefügt wird. Also auch da siehst du, es gibt immer zwei Beteiligte. Wie wir vorhin gehört haben, da ist jemand, die ist stark verletzt worden. Da haben wir gesagt, ja, dann schau doch mal, wo du das schon kennst und wo dieser Anteil sich immer wiederholt. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Menschen, den du vielleicht verletzt hast. Auch da, was ist denn sein Anteil daran, dass es zu einer Situation in seinem Leben kommt, wo er verletzt wird? Da ist es ganz schön, auch mal bei ihm dann zu gucken, aber es ist nicht dein Job, sondern das ist nur sein Job und auch nur dann, wenn er sagt, ich möchte nachschauen. Also der Sinn ist nicht, dass du sagst, so übrigens, was ist denn dein Anteil, dass ich das gemacht habe, sondern einfach, wenn er irgendwann tatsächlich es möchte oder will, dann kann er nachschauen. Was ist denn mein Anteil? Warum erfahre ich denn so etwas? Und da ist auch das Wichtigste, einfach zu erkennen, du hast das Beste getan, was du tun konntest. Da ist etwas aus dir herausgebrochen, da hast du etwas getan, was in dir steckt und wenn du jetzt eine Erkenntnis gewinnst, ist es das Beste, was du tun kannst. Dann hast du sozusagen die beste Erfahrung deines Lebens gemacht, weil du gerade einen großen Meilenschritt weitergehst. Regina, also das ist hier schön. Warum habe ich das Gefühl,
Was? Dankeschön, ich drücke dich zurück für dich wundervoll. Mein Seelenpartner ist nach 40 Jahren glücklicher Ehe vor einem Jahr plötzlich verstorben. Ja, ich danke Ihnen für das Dasein. Ja, also da ist natürlich auch so, wenn jemand stirbt und du hast 40 Jahre mit ihm verbracht, auch das ist natürlich ein wundervolles Geschenk. Da hat jemand sein Leben mit dir geteilt. Ist das nicht großartig? Ist das nicht außergewöhnlich? Und wenn wir immer wieder daran denken, was für ein wundervolles Geschenk das war, was für schöne Momente wir erleben durften, dann bleibt diese Würde und dann bleibt diese Kraft. Und so wie du gerade auch schreibst, ist nicht die Trauer an erster Stelle. Und das ist gut so. Ich sage mir dann immer, auch als mein Vater zum Beispiel gestorben ist, das kam sehr plötzlich und überraschend für mich. Und der lag dann 3 Tage im Koma und ich konnte mich gerade noch verabschieden. Also er lag im Koma, ich konnte mit ihm reden. Das war für mich eine Form von Abschied, weil ich davon ausging, er hört mich. Und ich ihm sagen konnte, du darfst gehen und es war wundervoll mit dir und so. Da habe ich anschließend für mich immer ganz stark im Kopf gehabt, was würde mein Vater stolz machen, wenn er da oben jetzt zusieht, woran hätte er Freude? Und so ist es auch, wenn du mit jemandem zusammen bist, lange, lange Jahre und er verstirbt, dann lebt er aber weiter, der lebt ja in unserem Herzen weiter. Und selbst wenn wir eine neue Partnerschaft eingehen, dann darf der da auch weiterleben, der darf weiter da sein. Und die Frage ist immer, was würde dieser Mensch sagen? Was würde dieser Mensch gerne sehen, wie du fühlst, wie du empfindest? Wäre er froh, wenn er sieht, wie traurig du bist und wie dein Leben nicht mehr weitergeht? Oder möchte er gerne sehen, dass du das Leben feierst, weil das Leben so wundervoll ist? Und vielleicht wäre dieser Mensch auch gerne noch am Leben und du lebst für ihn weiter. Und das hat mir immer große Kraft gegeben, so dass ich nicht wirklich lange in die Trauer eingestiegen bin, sondern immer einfach bei Entscheidungen mir überlegt habe, was würde denn mein Vater jetzt gerne wollen? Was würde ihn stolz machen? Und das hat mir eine ungeheure Kraft gegeben. Was hat er schon hier? Lieber Pierre, kannst du meine Frage nochmal beantworten? Ich höre es gerne von dir. Mein Partner zieht sich emotional gerade zurück. Was kann ich tun? Wir sind ja seit 2 Jahren in einer Partnerschaft. Naja, also wenn dein Partner sich emotional zurückzieht, dann kannst du erstmal gar nichts machen. Er zieht sich zurück. So. Also da gibt es Gründe. Man weiß nicht, warum. Du weißt es vielleicht auch nicht, warum. Und meistens ist es so, wenn sich jemand emotional zurückzieht, dann spüren wir den Schnitt, dann spüren wir diesen Mangel, dann tut es natürlich weh. Dann gehen wir ganz gerne den Schritt nach vorne auf jemanden zu und sagen, hey, du musst doch und warum ist denn? Und so und wir, auch wenn wir keine Schuldzuweisungen machen, spürt der andere, dass da doch eine Forderung ist, die er aber nicht gerne erfüllen kann. Im Moment, vielleicht, vielleicht auch für immer, aber er kann sie nicht erfüllen. Etwas ist da. Und vielleicht hat die Liebe nachgelassen. Das wollen wir auch nicht. Also steigen wir immer mehr ein. Und das ist so, wenn du mal überlegst, energetisch, auch wenn der Vergleich natürlich etwas hinkt, aber wie holen wir Kinder zu uns? Wir gehen einen Schritt zurück und sagen, hey, na komm, hey. Und dann gehen wir noch einen Schritt zurück. Dann läuft das Kind uns nach. Wenn wir auf das Kind zulaufen und sagen, hey, na komm, dann weicht das Kind zurück. Hunde übrigens auch, also Tiere auch. Tiere locken wir auch, wir gehen zurück. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du nicht, wenn er sich emotional zurückzieht, dass du nicht nachgehst, weil dann muss er sich ja noch schneller zurückziehen und noch weiter zurückziehen, sondern du diesen Raum lässt und auch einen Schritt zurück machst, sodass tatsächlich wieder eine Öffnung stattfindet, wo beide keinen Druck erzeugen. Und dann kannst du, mein Liebling ist ja immer, dann kannst du mit ihm essen gehen, in ein Restaurant. Und wertfrei, also aus diesem gewissen Distanz, die da entstanden ist, wertfrei, könnt ihr euch dann austauschen. Wo befindest du dich eigentlich? Was brauchst du? Was benötigst du? Wo befinde ich mich? Dann kann es sein, dass dann auch Sätze fallen, die wehtun. Dass vielleicht das Gefühl nicht mehr da ist für dich oder die Liebe nicht mehr da ist. Oder vielleicht erfährst du auch ganz andere Dinge, die nur ihn betreffen, aber doch im Austausch so sind. Und dann ist es aber so, dass man
nicht diesen Punkt erzeugt hat, weil man einfach weiter bedrängt hat. Deswegen ist ganz wesentlich, die Liebe ist so, die Liebe ist in Wellen. Mal ist man unheimlich eng und mal braucht man einfach auch wieder die Weite. Und wenn man die Weite nicht bekommt, dann zieht man sich immer mehr emotional zurück. Dann kann die Liebe noch da sein, aber man bekommt den Eigenraum nicht mehr. Und dementsprechend auch steigt man immer weniger emotional ein, weil man selber nicht mehr stattfinden kann. Also Michaela und ich zum Beispiel, wir sind ja jetzt seit 30 Jahren zusammen. Wir ticken auch so, dass wir verschiedene Freiräume brauchen. Ich zum Beispiel brauche absolut auch meine Einsamkeit, also meine Stille, mein Alleinsein. Sonst kann ich nicht schreiben. Und Michaela ist aber Gott sei Dank stark genug, dass sie es nicht auf sich bezieht. Es bezieht sich nicht auf ihre Liebe zu mir, sondern wir wissen, das ist das, was ich brauche. Und Michaela ist anders gestrickt. Michaela braucht die Impulse, braucht die Menschen, braucht die Auseinandersetzung, die, den Austausch mit anderen Menschen und reist gerne. Und was für mich nicht so förderlich ist, weil ich gerne in meiner eigenen Innenwelt arbeiten möchte, um innere Weisheiten, innere Wahrheiten für mich nach oben zu bringen und dann darüber zu schreiben zum Beispiel. Und da läuft es auch ganz stark in Wellen. Also wir sind ganz eng zusammen und dann wird diese Enge einfach zu viel, weil mein Naturell anders ist und ihr Naturell anders ist. Und dann gehen wir wieder räumlich auseinander. Die Liebe bleibt, die Intensität der Liebe bleibt. Aber wir beide spüren, jeder von uns muss eine andere Erfahrung machen. Und dann sind wir 14 Tage getrennt und dann kommen wir wieder zusammen. Oder vielleicht auch mal einen Monat getrennt, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe. Wenn ich ein neues Buch beginne, meistens schreibe ich das dann ganz woanders. Dann bin ich dann 6 Wochen in Kapstadt zum Beispiel oder in Los Angeles. Also je nachdem. Aber ich brauche dann auch eine andere Umgebung und muss vollständig für mich alleine sein. Und dennoch, dann skypen wir jeden Tag oder wir schreiben uns und so. Die Liebe bleibt da bestehen. Aber gleichzeitig brauchen wir jeder seinen eigenen freien Raum für seine eigene persönliche Entwicklung. Und in der Partnerschaft ist es immer, zwei Individuen sind auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Und sie finden natürlich Gemeinsamkeiten, wo beide sich tatsächlich authentisch erfahren können. Gleichzeitig bleiben sie aber Individuen, die eine eigenständige Persönlichkeit sind und eigen persönliche Erfahrungen machen wollen. Und wenn wir die nicht machen können, dann ist das natürlich zu eng und dann zieht sich einer zurück, weil er einfach nicht sein Naturell leben darf. Und deswegen einfach da mal schauen, wo befindest du dich da gerade und bist du vielleicht zu bedrängend, wo du zu sehr nachgehst und deinem Gegenüber nicht genügend Freiräume lässt. Okay. Lieber Pierre, warum kann ich meinen Vater nicht lieben, fühle mich nicht wohl in seiner Nähe? Wie wirkt sich das auf meine Beziehung zu Männern aus? Wie kann ich das klären? Das ist natürlich ein großes Thema. Das ist natürlich schwierig, jetzt so mit wenigen Sätzen zu skizzieren. Aber wenn du keine wirkliche Beziehung zu deinem Vater aufbauen kannst, ja, hat das natürlich etwas mit deinem Männerbild zu tun, klar. Weil der erste Mann in unserem Leben ist ja der Vater und das ist unser Idol und dementsprechend auch unser männliches Vorbild. Und man weiß ja, wenn man in die Pubertät kommt, dann sind Jungs eben Mama-Kinder, weil sie wollen sozusagen den Vater wegdrängen und wollen, ich bin doch dein Liebster. Ja? Und umgekehrt, Mädchen sind Papa bezogen und die wollen dann die Rolle der Mutter einnehmen. Jetzt bin doch ich hier. Halt, Moment mal. So. Und dann testet man sozusagen auch seine Erfahrung mit dem anderen Geschlecht aus. So. Wenn deine Beziehung jetzt zu deinem Vater nicht gut ist, ja, dann ist natürlich dein Männerbild generell, sag ich mal, vorgezeichnet. Und da ist es ganz wichtig herauszufinden, warum ist deine Beziehung zu deinem Vater nicht gut? Also auch da ist herauszufinden, klar, was gefällt dir nicht? Was ist da passiert? Welche Situation gefällt dir nicht? Welche Art gefällt dir nicht? Sodass du herausfindest, dass die Beziehung zu deinem Vater in der Vergangenheit Situationen hatte, die dir nicht gefallen haben. Und erst wenn du das für dich ganz klar hast, kannst du dich auch tatsächlich wieder lösen und öffnen. Sonst siehst du in jedem anderen
immer wieder deinen Vater und immer wieder wird es so sein, dass du dich verliebst, wundervoll findest, dann wird dieser Mann auf den Sockel gehoben und irgendwann mal bist du wieder aber an dem Punkt emotional wie das kleine Mädchen mit dem Vater und dann reißt du den wieder vom Sockel runter. Und deswegen, ja, ich würde mal schauen, was hat es mit dir, mit der Beziehung zu deinem Vater auf sich und warum ist das so, dass die Beziehung nicht gut ist für dich? Okay. Es kommen ganz viele Beziehungssachen hier. Also, ich mache jetzt noch eine Antwort. Okay. Was tut man, wenn man niemanden mehr hat auf der Welt? Immer wenn ich in Not bin, mache ich die Erfahrung, damit allein gelassen zu werden. Wie gehe ich damit um? Also, du sagst schon hier gerade, immer wenn ich in Not bin. Also, das ist schon mal ein Abschlussbefehl. Damit sagst du schon mal zu dir selber, das passiert immer und immer wieder und das wird auch in der Zukunft so passieren. Also, du erwartest gar nichts anderes. Deine Erwartungshaltung ist schon, wenn es mir schlecht geht, ist kein Mensch da für mich. Auch da genau das Gleiche. Okay, wo kommt diese Überzeugung her? Wie ist das entstanden? Also wir sehen schon heute, dass wir immer wieder auf den gleichen Punkt zurückkommen. Wieso hast du diese Meinung? Wieso hast du diese Erfahrung gemacht? Wo kommen diese vielen Erfahrungen her? Was ist da geschehen? Und diese Situationen sind meistens in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart. Und wir schleppen aber nur diese Überzeugungen, diese Meinungen heute noch mit uns herum. Und das ist ganz wichtig und wesentlich, einfach mal genauer hinzuschauen, was ist meine Meinung, was ist meine Überzeugung. In diesem Fall, immer wenn ich in der Not bin, wird niemand da sein für mich. Das ist eine Erwartungshaltung und alles geschieht nach unseren Erwartungen. Das heißt, du suchst dir und baust dir ein Umfeld, das genau diesen Erwartungen entspricht. Alles andere würde ja nicht zu deiner Überzeugung passen. Immer wenn ich in der Not bin, ist niemand da. Das würde ja gar nicht passen. Und selbst wenn jemand da sein würde, dann ist es der Falsche. Nee, den will ich ja gar nicht, etc. Das heißt, wir wollen Recht haben. Und da ist immer die Frage, willst du Recht haben oder glücklich sein? Willst du Recht haben? Und mit Recht haben heißt das, meine Überzeugung aus der Kindheit, aus dem Teenageralter, von meinen allerersten Jahren, meinen ersten Partnerschaften, meinen bisherigen Erlebnissen, da weiß ich, das wird immer so sein. So, diese Überzeugung hast du und da ist die Frage, willst du weiterhin Recht haben, dass diese Überzeugung weiterhin bleibt, bestehen bleibt oder möchtest du gerne die Überzeugung tatsächlich mal genauer betrachten, wo entstand die, wo gehört die eigentlich hin und wie kannst du die transformieren? So, ihr Lieben, also, ja, wie schön. Genau, ja, ich danke euch auch recht, recht herzlich. Genau. Ich bin nicht allein, hab ja mich. Das ist ein ganz schöner Satz. Ganz oft wollen wir, brauchen wir andere, weil wir glauben, wir selber sind nicht wertvoll genug oder toll genug. Das ist ein ganz schöner Satz. Ich bin nicht allein. Ich bin übrigens auch nie allein. Und das Schöne ist, wenn wir uns in einer gewissen Weise genügen, also wenn wir in uns ruhen und ein tiefes Urvertrauen haben, sind wir umgeben von Menschen, die Zeit mit uns verbringen wollen. Und wenn wir dagegen voller Selbstzweifel sind, dann bringen wir diese Selbstzweifel in die Welt. Dann sind wir auch teilweise so, dass Menschen sagen, die ist so unzufrieden, da möchte ich nicht in der Nähe sein. Also, ihr Lieben, ich danke euch recht, recht herzlich für eure Zeit. Wir machen ja immer wieder Fragestunden. Ich mag es ja auch sehr. Und ich danke euch für eure Zeit, für eure Loyalität. Ich wünsche euch noch wunderschöne Feiertage. Und ja, lasst uns mal alle ein bisschen anschauen, warum denke ich so? Was denke ich überhaupt? Also wenn irgendwas passiert in deinem Leben, dann schau mal, was hat das mit meiner Überzeugung zu tun? Was denke ich denn eigentlich? So. Und dann stellen wir fest, all das da draußen geschieht, nach unseren Erwartungen, nach unseren Meinungen, nach unseren Überzeugungen. Und wenn wir das feststellen, dann sind wir nämlich zum ersten Mal im Moment, wo wir entdecken, dass wir Schöpfer sind, dass wir unser eigenes Leben kreieren. Und dann können wir nämlich das Leben ändern. Wenn wir Schöpfer sind, können wir es ändern. Wenn wir Opfer sind, können wir nichts ändern. Sind wir ja abhängig von anderen. Aber in dem Moment, wo wir die Verantwortung übernehmen, können wir unser Leben auf wundervolle Weise verändern. Und damit wollen wir jetzt
beginnen. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Interesse und für deine wundervolle Loyalität. Gemeinsam erschaffen wir eine wundervolle, beseelte Welt. Alles Liebe, dein Pierre.